ab jetzt, wer diesen Kreis hier verlässt, hat verloren. Auf den. Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt's die Challenge, wer zuletzt den Kreis verlässt, bekommt 10.000 Euro. Und zwar, Leute, hier haben wir... Leute, das ist unser Kreis. Das ist ja gar kein richtiger Kreis. Alles Maul. Okay. Leute, hier, wenn wir diesen Kreis betreten... Oh, du bist schon drin, du darfst mehr raus. Spaß. Ja, ab jetzt, wenn wir diesen Kreis betreten, dürfen wir nicht mehr raus. Also, wir dürfen schon raus, aber... Der, der als letztes rausgeht, bekommt diese schönen 10.000 Euro auf den Nacken drauf, Leute. So sieht's aus. Yes, das ist die Challenge. Und Leute, um das ein bisschen spannender zu machen, darf jeder nur 3 Sachen mit in den Kreis nehmen. Okay. Ist dir überlassen, was du mitnimmst. Ich weiß schon eigentlich, was ich mir holen werde, um da drin zu überleben, weil ich habe vor, richtig lange da drin zu bleiben. Okay. Ich werde diese 10.000 Euro auf jeden Fall gewinnen. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, für wen ihr seid und was würdet ihr mit in diesen Kreis nehmen, wenn ihr so lange da drin aushalten müsstet wie möglich. Schreibt jetzt in die Kommis. Und gebt einen fetten Daumen hoch für mehr solcher Challenges. Ja, Mann, für mehr so krasse Challenges, fetten Daumen hoch, Leute. Yes. Ich würde sagen, als erstes gehen wir erstmal einkaufen, besorgen unsere Sachen, die wir brauchen. Genau, jeder besorgt jetzt 3 Sachen seiner Wahl. Ja. Man muss gut überlegen, ne, weil es kann lange werden. Deswegen, ja, ich habe schon eine Idee. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Also 3 Sachen, ne? 3 Sachen, nicht mehr, nicht weniger. Okay, okay. Ich glaube, ich fahre mal jetzt los und besorg mir Sachen. Wird er jetzt auch gleich einkaufen? Ich bin aber weg. Ciao. Leute, bin hier gerade am tanken. Auf jeden Fall meine erste Sache wird sein, ein Wasser auf jeden Fall. Das hole ich mir jetzt hier sofort, eine große Flasche Wasser. Und die zweite Sache muss ich mir noch überlegen, was ich mir zu essen hole. Dazu kommen wir gleich, Leute. Aber wir holen jetzt erstmal Wasser, wenn wir getankt haben. Lego. So, ein schönes, großes Wasser hier gekoppt. Und jetzt überlegen, was ich mir zu essen mitnehme. So Leute, da wir ja nur 3 Sachen mit in den Kreis nehmen dürfen, muss natürlich für reichlich Flüssigkeit gesorgt sein. Und zwar Wasser, aber nicht wenig Wasser, sondern 8 Liter. Bam! Guck mal, was ich hier gefunden habe. Tja, es gibt keine Regeln, die sagt, wie viel Liter man nehmen darf. Und ich habe mir direkt gedacht, 8 Liter, so werde ich doch lange aushalten. Aber es war natürlich auch ein kleiner Nachteil, denn man muss auf Klo. Also ich muss mir diese 8 Liter hier gut einteilen. Aber so kann ich schon mal überleben, falls es tagelang sein wird. Leute, ich habe jetzt überlegt und ich hole mir einen fetten Döner mit in den Ring. Das wird mich schön satt halten, sehr lange, weil da ist Fleisch drin, Brot, Fett, Eiweiß, Salat. Das wird mich schön satt halten. Auf geht's, Döner holen. So, zweite Sache, Döner am Start. Jetzt geht's noch um die dritte Sache. Da habe ich mir was überlegt. Da fahre ich erstmal nach Hause für und dann holen wir die dritte Sache, Leute. Ab geht's. So Leute, die zweite Sache ist ein Brot, ein trockenes Brot, Brot und Wasser. Und Leute, meine dritte Sache ist eine Wasserpistole, um Kelvin aus dem Kreis zu locken. Ich werde ihn ab und zu dann abspritzen und so, bis er aus dem Kreis geht, ich werde die ganze Zeit nerven. Leute, meine dritte Sache ist das Fortswell. Das ist meine Taktik am Ende. Wenn alle Stricke reißen und Marvin gar nicht aus dem Kreis geht, dann muss ich zu diesem Teil hier greifen, damit er dann hoffentlich aus dem Kreis geht und ich die 10.000 Euro gewinne. Leute, wir sind ausgerüstet. Yes. Ich habe meine 3 Sachen im Rucksack, du auch? Ich habe meine 3 Sachen auch am Start. Alles klar, diese Kamera dürfen wir mit in den Kreis nehmen. Genau. Und ja, ich mache die mal kurz an, um hier zu filmen. So, auf jeden Fall, da liegt das Geld. Ich würde sagen, wir legen das in greifbarer Nähe, ne, damit man in die Versuchung kommt. Sagen wir legen das hier vorne hin. Hier schön Richtung Ausgang, ne? Genau, dass man dann auch rausgeht. Ja, hier kommt keiner so leicht dran. Außer, ja, du gehst aus dem Kreis raus, dann darfst du natürlich das Geld aufheben. Aber da hat man verloren und das wird nicht passieren. Ich würde sagen, bevor es losgeht, nochmal einen Taschencheck, ne? So, Taschen kontrollieren. Ja, sieht gut aus. Ich bin clean. Im Rucksack nur 3 Sachen drin. Nur 3 Sachen, wenn dann keine 3 Sachen drin sind, bist du disqualifiziert. Im Kreis können wir gleich mal kontrollieren. Und das Geld gehört mir. Nein, im Kreis können wir das gleich mal kontrollieren. Ja, Mann. So, jetzt du. Durchsuche mich ruhig, ich hab nichts. Alles gut. Außer meine 3 Sachen im Rucksack. Kängurutasche, ist da was drin? Nee, nee. Nee, ist nix. Alles clean, alles clean. Hier, Taschen sind auch leer, guck. Ja, hier. Willst du mich verarschen? Meine Hüfte. Hä, was?
Weg damit. Gegen die Spielregeln, das kommt weg. Oh nein! Die Tasche kontrolliere ich von dir auch nochmal gleich, kleiner. Ja, da sind drei Sachen. Wer da keine drei Sachen drin hat, der wird disqualifiziert. Sofort, und das kontrollieren wir sowieso im Kreis. Okay. Ich bin ready, Mann. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch komplett bereit. Eins. Kamera läuft. Zwei. Drei. Drei. Okay. Ab jetzt, wer diesen Kreis hier verlässt, der hat verloren. Ja. Und die 10.000 Euro gebühren den, der zuletzt im Kreis bleibt. Da liegt die Motivation. Ja, Mann. Okay, dann zeig mal, was du hier hast. Ne? Ja, zeig ich mal Proviant. Setzen wir uns mal hin. Ich bin vorgesorgt. Ja. Ich war gespannt jetzt. Mir ist gerade eingefallen, ich war gerade auf Klo. Oh, das ist dein Pech. Ich war gerade noch auf Toilette. Das ist echt cool, weil ich habe ja sehr viel Flüssigkeit. Und zwar habe ich hier. Was? Ordentlich Wasser. Weil ich hier tagelang sein werde. Ich werde hier tagelang. Was? Oh mein Gott, Leute. 8 Liter, Mann. Bam. Oha. Das ist geil. Dann habe ich hier noch ein schönes Baguette. Noch eigentlich im Magen, Stück für Stück einteilen. Sieht lecker aus. Davon würde ich mir was stibitzen, ne? Nee. Ich weiß gar nicht. Da muss ich alles zeigen? Ja, alles. Ich muss alles sehen. Wenn's hart auf hart kommt, Marvin, mein Freund. Was? Hoopsway, Mann. Ey, das machst du nicht. Wenn's hart auf hart kommt, das ist aber auch schlecht für dich. Das weißt du. Ich werde dich hier rausjagen. Ich werde es aushalten können. Okay. Okay, jetzt kannst du kontrollieren. Hier ist nichts mehr drin. Ja. Check ich nochmal ab, lass mich fühlen. Können die auch gerne wegwerfen direkt? Ja, die werden weggeworfen. Aufs Bett werfen. Zack. So, und jetzt deine. Mach ruhig auf hier, guck, was ich hab. Ah, ich kontrolliere die. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Auch ein Wasser. Yes, ein Wasser. Ein Wasser. Zum Überleben. Wow. Alter! Ja, ein Döner! Oh, lecker, ein Döner! Ja! Boah, ich hab Genuss in der Normal! Krass. Ein Döner! Ein Wasser! Und Stopp! Ey, das ist meine Geheimwaffe hier! Okay, nicht schlecht, also! Was meinst du, wie lange halten wir hier auf? Du willst doch hier schlafen, das ist richtig hart, ne? Ja! Vielleicht nehme ich meinen Baguette als Kopfkissen. Hätte ich eine Decke mitgenommen! Weißt du, ob das geht? Aber wir dürfen nur drei Sachen mitnehmen. Ja, Platz ist genug, nur der Boden ist ein bisschen hart, ne? Hart, der Boden. Ja, aber gerne Kopfkissen läuft. Ah, erstmal Schlappen hier ausziehen. Und sich mit der Umgebung vertraut machen hier, ne? Schlafen wird echt eine harte Nummer. Ja, Mann. Oder ich muss hier auf die Fläche pennen. Was kommt? Das ist nur für mich raus. Auf jeden Fall, ja. Ab wenigstens ein fettes Kopfkissen. Ne, das ist unbequem. So, Leute, es geht los! Es geht um 10.000 Euro! Let's go! Schläft. Zeit, den zu wecken. Aufstehen! Bist du frei? Stopp. Oh, ich sei gepennt, Alter. Boah, ich wollte was. Ja, ist schon ein bisschen was. Ich bin auch fast eingepennt, Alter. Alter, mein Kopf einfach hier drauf. Ja, Mann, ist ein gutes Kissen anscheinend, ne? Du hast ja gar nichts getrunken, ne? Kannst ruhig austreten, wenn du gehst. Ins Bett ist gemütlicher. Ist zwar weich, im Bett ist echt gemütlicher, Alter. Oh, ich kann dann mit ins Bett nehmen. Ich hab noch hier ein paar Spritzer drin, ne? Und ich hab noch Wasser zum Nachfüllen sogar. Halt mal den Ball flach. Ich hab ja auch noch nicht. Das ist auch für dich schlecht. Kein Fenster ist offen, ne? Egal, Mann. Dann verrecken wir beide, ey, das darfst du nicht. Das ist auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist irgendwie für was anderes gedacht. Das ist gar nicht so zum normalen Trinken. Oh, oh. Auf jeden Fall, wenn man hier unten trinkt, das macht es mir jetzt natürlich schwieriger, das Ganze hier. Ja, Pech, ne? Ja, irgendwie was. Große Töne spucken.
Ja, ich glaube runterdrücken, dann in dich reinkippen. Kommt was? Wie das aussieht, Alter. Ich werde ein paar Tage bleiben, ich werde das rauchen. Ja, ja, komm. Ey, guck mal, mein Handy ist da. Ah, okay. Ich nehme das kurz, um einen zu grüßen auf Instagram, oder? Für die Community ist das okay. Komm, für die Community. Ja, danach lege ich das sofort wieder weg. Genau, fürs Grüßen der Community. Genau. Schöne Grüße an Michi und Benjamin. Bam! Ihr habt die Glocke aktiviert, auf Insta geschrieben, Hashtag Glocke aktiv unter den neuesten Bild. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, schreibt Hashtag Glocke aktiv unter unserem neuesten Bild auf Instagram, Marfit und Kelvinfitty. Unter beiden Profilen, dann suchen wir immer welche aus, die wir grüßen im Video. Apropos Hashtag Glocke aktiv, Leute, wir haben die ganze Zeit unsere Hoodies diesmal an, unser neuer Merch, Hashtag Glocke aktiv in Hologramm-Design. Richtig krank, der kommt am 1.6. raus. Erster Link in der Beschreibung, prankbros-shop.de. Und dazu gibt es eine unterschriebene Autogrammkarte von uns. Alle handsigniert, richtig nice. Checkt es unbedingt ab, erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich habe den ganzen Tag gar nicht so viel Wasser getrunken. Ich trinke jetzt erstmal richtig viel. Leute, für mich gibt es erstmal einen schönen Döner. Der ist jetzt leider schon kalt geworden, aber vielleicht schmeckt er trotzdem noch. Schauen wir mal rein. Bitte schmeckt er noch. Oh, yes. Schön mit Kalbfleisch. Wie viel trinkst du, Junge? Ganz ehrlich getrunken. Normalerweise du weißt schon, du musst vorher auf die Toilette nachher. Letzter Schluck. Selber schuld. Riecht lecker. Das sieht echt geil aus. Das Gemüse. So Leute, Mama hat mir die Wasserflasche geklaut und schläft da gerade. Und ich muss übertrieben auf Klo, weil ich habe eben sehr viel Wasser getrunken. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ja, jetzt habe ich mir gerade gedacht, hier ist ja Marvins Flasche, weil ich da reinpinkel. Ich habe keine Wahl. Und der einzigste Moment, da reinzupinkeln, ist, wenn Marvin jetzt schläft. Und das werde ich jetzt tun. Was sein muss, muss sein, Leute. Erstmal ein bisschen Brot gönnen. Wäre schon gut. Oh, bist du wach? Ja. Ein erstes Brot gegessen. Werde ich mir noch gut einteilen. Ja. Du wolltest ein Döner. Ich hab noch mein Brot, Stück für Stück. Das ist meine Taktik. Warum ist das gelb? Warum ist das gelb? War das ein Apfelton oder was? Das war Wasser! Was hast du gemacht? Hä? Hey! Hey! Ganz ruhig, ja? Was hast du gemacht? Bist du ekelhaft? Hey, du warst im Schlaf und ich musste doch durch die Distanz verloren. Ich schütte das gleich. Hör dich, Mann! Bah! Mach's mal zu jetzt! Nimm's mal weg! Junge, ihr seid immer noch im Boden verteilt. Du ekelst, ja! Was? Junge, wie ekelhaft bist du? Was verfolgst du das? Alter! Junge, verteil das nicht. Ja, das ist doch nicht witzig, das ist mein Trinken, Mann! Du schläfst auf meinem Trinken. Du bist mein... Ja, und du bist mein Trinken versorgt. Das gehört jetzt mir, Mann. Ey, nein. Ja, komm, boxen, Alter. Ja, Mann. Das gehört mir. Soll ich
drei Tropfen. Ich mach's nicht vorbei. Du meinst ja richtig ernst. Challenge ist Challenge, Leute. Meinst du richtig ernst, Junge? Muss. Ja, muss. Ja, ich hab doch... Leute, Kelvin ist wieder eingepennt. Junge, wir pennen hier die ganze Zeit ein. Da hinten ist das Geld, das mir gehört. Ich esse jetzt sein Essen weg, damit er nichts mehr zu essen hat. Ich habe so Hunger noch. Jetzt gönne ich mir sein Brot. Guten Appetit. Boah, das ist ja richtig zäh, ist ja gar nicht mehr frisch. Aber egal. Brot ist Brot. Leute. Ich bin so voll, ich kann nicht mehr. Oh. Aufstehen! Hey, was? Boah, schon wieder eingepennt. Hast du ja getrieben, ne? Na, gechillt, nix Wildes. Hey! Hey, was ist mein Baguette? Ey, sag mal, ich hab was aufgegessen. In meinem Bauch, Junge. Ey, das ist jetzt geschnallt. Chill, Mann. Chill, Mann. Mann. Junge, du hast mein Trinken versaut. Guck mal, ey, stopp. Junge, du hast mein Trinken versaut. Mein Trinken kriegst du nicht. Ach, krank. Holst dir doch. Hier ist nichts drin. Jetzt geht's ums nackte Überleben hier. Verdammt, mir reicht's jetzt langsam. Mir reicht's langsam. Reicht? Nein, ey, stopp, stopp. Ey, mach, das ist beide für, das ist für uns beide schlecht. Mach das nicht. Mach das nicht, ey. Ich bin jetzt erstmal hier, wo du nicht dran kommst. Ganz ruhig. Okay. Ja? Ey, bleib locker, oder ich sprühe. Okay, okay, okay. Okay, wir beide. Ganz ruhig. Wir beruhigen, setz hin. Wir setzen uns jetzt hin, legen die Waffen in die Mitte. Wir laden die Hände hoch. Wir setzen uns jetzt hin, genau. Wir drehen jetzt spannend, ja? Nicht durchdrehen, wir sprechen erstmal die Lage. Ja, also. Ist sehr ernst. Wir haben kein Wasser. Wir haben nur noch unsere... Wir müssen uns jetzt damit zwingen, hier rauszugehen, ne? Ey, da, deins ist schlecht für uns beide. Aber wenn, wenn du deins benutzt, spritze ich dich voll, ist mir egal. Dann mache ich dich kaputt mit dem Wasser hier. Also überlegst dir gut, ob du das benutzen willst. Legen wir erstmal am Boden, Waffenstillstand, okay? Das erste, okay. Okay, ich bin erstmal satt. Danke, ne? Nein, nicht. Leute, ich kann auf jeden Fall gut aushalten noch. Also ich bin nicht satt und... Ne? Toilette muss ich zum Glück auch nicht, da du mein Trinken vernichtet hast. Ey, nein, 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 mach das nicht, ey. Gleich noch, was sehen. Leute, ich werde das Furzbein hier verstecken. In meinem Erde. Okay, Leute, time for Fortspray. Ich hab's im Ärmel versteckt. Und jetzt mit Marvin. Leute, Zeit fürs Fortspray. Da liegt Marvin. Ich tue es jetzt nochmal in meinen Ärmel rein. Fortspray! Marvin, du kannst gerne den Kreis verlassen. Jetzt lade, lade. Du bist so ekelhaft. Okay, du meinst ernst, ne? Gib das her. Ey, ey, kreist du. Ey. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Nein. Yeah.
Skatische. Ich kann auch nicht mehr. Schön. Ja! Nein! Alter, der ist wieder aufgekommen. Nein! Ja! Nein! Ja. Nein! Ja. Nein, ich schaffe mal. Leute. Der hat nicht mehr rausgekriegt. Dieses Geld gehört mir. Geh mal weg, Junge! Alles meins, Junge! 10.000 Euro gehören mir. Komm, weil ich so nett bin. Ein Fuffi kannst du abhaben. Nicht, Junge! Ciao! Ich hab gewonnen, Leute! Danke an alle, die für mich gestimmt haben, Leute! Bis zum nächsten Video! Peace.